Hallo, herzlich willkommen bei RE/MAX Classic Berlin, Ihr Immobilienkanal auf YouTube. Heute sprechen wir über das Thema Vermittlung. Vermittlung ist die Sache, wenn zwei Parteien zusammengebracht werden. Ein Trend, den wir seit Jahren beobachten, ist, dass immer mehr Immobilien von Profis angeboten werden, also Maklern und Bauträgern, und die Zahl der direkten Privatanbieter nimmt stetig ab. Aktuell sind wir hier in Berlin bei 2-3% Privatanbieter und es werden immer weniger. Das hat viele Gründe, natürlich auch die Professionalität des Maklers, die Marktkenntnis und so weiter. Ein Thema, was selten erwähnt wird, ist die Vermittlung, um zwei Parteien zusammenzubringen. Der Makler sollte da auch vermitteln zwischen den Parteien, und wir haben da sehr viel Erfahrung. Ich schildere Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ein Objekt, Wohn- und Geschäftshaus, mehrere Millionen Euro verkauft, und die Verhandlungen zwischen den Parteien liefen über mehrere Monate. Dort waren Berater involviert, dort waren Steuerberater, Rechtsanwälte involviert. Aber was nie passiert war, dass die Parteien direkt miteinander verhandelt und gesprochen haben. Es lief alles über uns, und nur dadurch kam auch dieser Deal überhaupt erst zustande, weil auch bei diesen Profis war das ein sehr hochemotionales Thema. Die Leute, die verkauft haben, und die Leute, die gekauft haben, von beiden Seiten. Und es gab sehr viel Schärfe immer in den Forderungen, in den Antworten, und wir haben immer die Schärfe herausgenommen, haben immer nur die Fakten übermittelt, und dadurch haben wir das dann letztendlich geschafft, dass die Parteien zusammengekommen sind und das Geschäft geklappt hat, und nachher waren alle zufrieden. Aber es war ein schwieriger Weg. Das ist jetzt ein wirklich extremes Beispiel. Aber auch beim alltäglichen Haus- oder Wohnungsverkauf erleben wir das immer wieder, dass die Parteien sich erst beim Notar kennenlernen. Das ist bei uns der Standard. Und mindestens 50% der Parteien mögen sich nicht. Man könnte sagen, wenn wir nicht dazwischen stehen würden, würde mindestens die Hälfte der Geschäfte erstmal schon mal nicht klappen, weil die Parteien sich nicht mögen. Das ist eben die Funktion des Maklers, zu vermitteln zwischen den Parteien, Schärfe herauszunehmen, Fakten transportieren, was wollen die anderen zu ermitteln und darauf einzugehen. Vielen Dank, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.